Der Zug steht. Hier ist ja auch eine schöne Gegend. Dies ist ein Roadtrip mit Bus und Bahn. Ich bin durch ganz Deutschland gefahren mit dem 49-Euro-Ticket. Mit dabei meine Kollegin Fatma Mittler-Solak vom ARD-Buffet. Ich bin überzeugter Bahnfahrer. Und ich überzeugte Autofahrerin. Alle reden von der Verkehrswende. Auch die Deutsche Bahn. Eine Antwort auf die Klimakrise lautet: mehr Verkehr auf die Schiene. Wenn es nur so einfach wäre. Ich könnte doch jetzt einfach mich in mein Auto setzen. Warum werden wir jetzt rausgeschmissen oder was? Wahnsinn. Das 49-Euro-Ticket soll das Umsteigen leichter machen. Für die Politik eine echte Revolution. Es wird einfacher, den ÖPNV zu nutzen. Es wird attraktiver, ihn zu nutzen. Und natürlich auch kostengünstiger. Ich will herausfinden, wie geht es den Menschen in Deutschland mit Bus und Bahn. Also meine Erwartung war einfach, Leute kennenlernen, Geschichten von Leuten hören, was sie da so alles beim Bahnfahren erleben. Ich bin ja Autofahrerin und deswegen, deswegen war die Überschrift meiner Reise wirklich Great Expectations, große Erwartungen. Oh. Ich Wurden weiß, sie erfüllt? Wenn ich reise, habe ich so eine Regel: immer einen Zug früher nehmen. Vor 5 Jahren entschloss ich mich, konsequent mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Ich habe ja damals für mich wirklich mal überlegt, als jemand, der sich ständig mit Wetter und vor allem aber mit Klima beschäftigt, wie muss ich eigentlich reisen, dass das, was ich da mache, auch zu dem passt, was ich sage. Und deswegen habe ich irgendwann für mich gesagt, ich muss jetzt Bahn fahren. Ich liebe das Bahnfahren. Also für mich ist ja einfach dieser Punkt, ich kann sitzen, ich kann arbeiten, ich kann lesen, ich kann auch mal schlafen. Das sind ja alles Sachen, die, wenn ich Auto fahre, also nicht empfohlen werden. Also das heißt, ich gewinne durchs Bahnfahren sehr viel Zeit. Und dann kommt eben die andere Seite, die manchmal mühsam ist. Die Bahnen fahren manchmal, was den Fahrplan angeht, heute in meiner Wahrnehmung ein bisschen mehr als Vorschlag. Seit 1. Mai soll der ÖPNV für alle leichter zugänglich sein. Mit dem Deutschlandticket. Keine Verbundsgrenzen mehr, keine Waben, keine Zonen. Von heute an gilt im Nah- und Regionalverkehr das Deutschlandticket. Damit können Busse und Bahnen bundesweit für 49 Euro im Monat genutzt werden. Ein einheitliches Ticket, das in ganz Deutschland gilt. Heute war Verkaufsstart, nachdem am vergangenen Freitag der Bundesrat grünes Licht für die Finanzierung des Tickets gegeben hatte. Und wie läuft es jetzt mit dem Ticket? Das haben wir Sie, die Zuschauerinnen und Zuschauer, in einer großen ARD-Mitmachaktion gefragt. Wir würden sehr gerne von euch wissen, wie eure Erfahrungen mit dem ÖPNV sind. Erzählt uns, was ihr tagtäglich im Nahverkehr erlebt und zeigt uns, was sich ändern soll. Und passend dazu gibt es von der ARD eine Mitmachaktion mit dem Namen #BesserBahnfahren. Gemeldet haben sich Tausende. In diesem Film zeigen wir ihre Erfahrungen, damit endlich was passiert. Vollchaos, es sollte schon längst im Büro sein. Unser Zug hat einfach eine halbe Stunde Verspätung. Das passiert öfter auf dieser Strecke tatsächlich. So, nach 6 Stunden bin ich jetzt endlich an meinem Ziel in Erfurt. Sieht dann also ein glücklicher 49-Euro-Ticketbesitzer aus. Diese glückliche Frau lädt mich ein, sie in Mülheim an der Ruhr auf ihrem Weg zur Arbeit zu begleiten. Es ist früh im Morgengrauen. Guten Morgen, Frau Sonderbrink. Hallo. Hi.
Mary. Ja, sehr schön. Sven. Mary gehört zu den über 11 Millionen, die das Deutschlandticket schon haben. Seit 5 Jahren pendelt sie mit den Öffis zwischen Mülheim an der Ruhr und Düsseldorf. Viel habe das Ticket für sie nicht verändert, erzählt sie. So ganz grundsätzlich ist es auf jeden Fall mal so, dass du sagst, irgendwie ist es schon eine gute Idee, so ein Ticket. Es ist schon eine gute Idee. Die Sache ist halt nur die Umsetzung teilweise. Also die Idee finde ich grandios. Ja, ja. Ich weiß nur nicht, ob das wirklich auch zum Ziel führt. Was das Deutschlandticket schon mal bewirkt, man spricht sofort über den ÖPNV an sich. Dann stehst du natürlich jetzt hier an der Haltestelle. Ich stelle mir gerade so einen Wintertag vor, der ein bisschen kalt ist. Was machst du dann? Da in die Ecke gehen? Das ist schon frisch, ne? Auch nicht, weil der Regen kommt trotzdem hier drunter, wenn es regnet. Also man steht dann halt hier und hadert mit seinem Schicksal. Und das sind dann halt auch so die Momente, in denen ich dann überlege, ach, vielleicht doch wieder ein Auto kaufen. Ne? Aber auf der anderen Seite dann überlege ich, Düsseldorf, Parkplätze. Teurer wäre es auch. Also verbringt Mary jeden Tag bis zu 3 Stunden in öffentlichen Verkehrsmitteln. Kürzlich brauchte sie diese 3 Stunden für eine Strecke, 40 Kilometer. Sie musste auch schon ein paar Mal in Düsseldorf übernachten, weil abends kein Anschlusszug mehr fuhr. Dann kommen halt auch immer so diese ganzen Aussagen, es tut uns wahnsinnig leid, Weichenstörung, Streckenstörung, Signalstörung, Bauarbeiten, Verspätung eines voranfahrenden Zuges und. Du denkst ja immer, auf welche Taste wurde jetzt gerade gedrückt für die Fehlermeldung. Gibt es auch normale Tage? Es gibt normale Tage und da freut man sich auch immer drüber. Ja, also wenn wirklich alles klappt. Straßenbahn, Regional- und S-Bahn, verschmierte Bahnhöfe, U-Bahn. Es ist ein Ritt. Und das jeden Tag. Heute klappt alles gut. Dann haben wir jetzt auch, wann sind wir los? Viertel nach sechs? Ja, jetzt sind sogar 2 Stunden, aber wir haben ja auch noch ein bisschen getrödelt. Ja, genau. Meine Arbeitsstrecke, Heidelberg, Baden-Baden. Woman, please be gone. Ich pendle mit dem Auto seit gut 25 Jahren zur Arbeit. Und als Mutter von 3 Kindern ist das für mich eine höchstmögliche Flexibilität im Falle eines Notfalls. Dazu habe ich oft Spätschichten. Aber auch mich beschäftigt der Klimagedanke. Also dachte ich, ich probiere, wann immer möglich, das Deutschlandticket mal aus, um zu sehen, ob ich meine persönliche Mobilitätswende hinkriege. Ich hatte ja keine Ahnung, was auf mich zukommen würde. Jetzt mal orientieren erstmal. Mein Zug ist 7.34 Uhr. Guck mal, jetzt laufen schon diese ganzen weißen Bänder durch. Nee, bei mir ist alles gut. Gleis 2. Top. Gut. Um diese Zeit pendeln viele zur Arbeit mit den Öffis. Oft aus Überzeugung. Auch die Dame, bei der ich einen Platz finde, fährt gerne mit der Bahn. Fahren Sie mit dem Deutschlandticket? Ja. Und hat das Vorteile für Sie? Also für mich ist es deutlich günstiger geworden, muss ich klar sagen. 70 Euro im Monat ungefähr. Wow. Ja. Und ich kann natürlich jetzt überall fahren. Ich muss keine Fahrkarte kaufen. Das ist schon, muss ich schon sagen, das ist tatsächlich ein Vorteil. Das mache ich dann auch. Aber es ist natürlich immer die Frage, fährt er, wann fährt er und wie voll ist er? Ich pendle mit dem Auto. Ich bin da geneigt, es auch wieder zu machen. Ja. Aber warum? Ja, weil es einfach zu unzuverlässig ist, die Bahn. Das ist doch keine Planungssicherheit. Es kann doch nicht sein, dass ich 2-mal in der Woche dastehe und mein Zug fällt aus. Mein Anschluss ist gerade auch so eine Sache. Wir sind verspätet. Reparatur an der Strecke. Ob ich meinen Anschluss kriege? Mal sehen. Der Zug ist weg. Die Deutsche Bahn zählt Verspätungen erst ab 6 Minuten. Ihr zufolge waren 92,5% der Nahverkehrszüge im letzten halben Jahr pünktlich. In den Nachrichten, die von Ihnen kommen, klingt das ganz anders. Jetzt stehe ich hier
an einem Bahnhof im Nichts und muss 1,5 Stunden auf den nächsten Zug warten. Dadurch verpasse ich meinen Anschlusszug. Das ist alles super nervig und ich habe das schon so oft erlebt, da ist man dann, ärgert man sich einfach, dass man kein Auto hat. Ich muss mit meinem Fahrrad darüber. Leider war der Zug jetzt so überfüllt, dass niemand mehr reingekommen ist. Jetzt ruft mich meine Frau an, ob sie nicht in Winden abholen kann, weil dort fällt die Bahn auch aus. Also ein richtiger, ja, wie soll man sagen, Kacktag heute. Das erste Wort war immer die Pünktlichkeit. Das zweite Wort, was den Leuten total irgendwie die Nerven gebracht hat, war diese ständigen Entschuldigungen, die immer verschieden sind. Aber es ist ein Ertragen im Moment. Mhm. Und ich wünsche mir, es ist irgendwann mal ein wirkliches Glücksgefühl. Bahnfahren darf kein Leidensweg sein. Ich will nicht Bahnfahren ertragen müssen. Ich will, dass es mir leichter gemacht wird. Was muss also besser werden? Und welche Rolle spielt dabei das Deutschlandticket? Verkehrsökologe Jochen Eckhardt vom Baden-Württemberg-Institut für nachhaltige Mobilität hat die vielen Berichte aus der Mitmachaktion exklusiv für die ARD ausgewertet. Hallo Eckhardt, das ist ja schön, Sie zu sehen. Prima. Der ÖPNV, sagt er, sei besser als sein Ruf. Doch im Gedächtnis vieler bliebe oft, was schiefläuft. Das präge das gesamte Bild der öffentlichen Verkehrsmittel. Zum einen sind im öffentlichen Nahverkehr eine riesige Hoffnung, was Mobilitätswende angeht. Ja, alle sagen, es muss ein Kernbaustein der Mobilitätswende sein. Auf der anderen Seite wird die Performance ist gegenwärtig nicht so gut, die Leute haben keinen guten Eindruck. Und diese Spannbreite zwischen Hoffnungskind und Buhmann, die ist einfach so groß, das ist ganz interessant. Die Auswertung zeigt, Pünktlichkeit hat bei den Befragten oberste Priorität. Danach wünschen sie sich bessere Taktdichte und bessere Fahrzeiten. Inwieweit spielen die Kosten eine Rolle? Also die Kosten spielen eine erstaunlich geringe Rolle. Da hat wirklich das Deutschlandticket eine riesige Änderung gemacht. Also noch vor 2-3 Jahren haben so 60% gesagt, Kosten ist uns ganz wichtig. Es waren es bei den jetzigen Sachen waren es nur 14%, gesagt, ihnen ist Kosten wichtig. Also Kosten hat immens an Bedeutung verloren. Es geht also um Verlässlichkeit und die verbinden viele noch immer mit dem Auto. Vergangenes Jahr waren in Deutschland 48,8 Millionen Autos zugelassen, so viele wie noch nie. Dabei will die Bundesregierung, dass sich die Zahl der Bahnfahrenden bis 2030 verdoppelt. Den Wunsch nach einer Verkehrswende gibt es dabei schon lange. Sehr lange. Das muss weiter ausgebaut werden. Es müssen neue zusätzliche Linien gebaut werden. Also, dass mehr Verkehr auf die Schiene kommt. Ja, wir wollen eigentlich der Verkehrsträger dieses Landes sein. Bahnfahren ist mega. Politik und Verkehrsanbieter wollen auch Leute ansprechen wie Frank Schäfer. Er nimmt mich mit auf seinem Nachhauseweg. Seit 10 Jahren pendelt er mit dem Auto zwischen Stuttgart und Hemsbach im Rhein-Neckar-Kreis. 150 Kilometer eine Strecke. Wollen wir mal ein Gedankenexperiment machen? Sie sind morgens um 5.20 Uhr aus dem Haus raus, seit 5 wach, haben dann noch gearbeitet und dann müssten Sie nach Hause fahren. Was macht das mit Ihnen? Welche Gefühle kommen da hoch bei Ihnen? Sofort Beklemmung, finde ich grausam, weil ich dann mit 200 anderen da stehe und mich in diesen Zug reinklemmen muss, weil ja alle anderen auch damit fahren. Und nee, da kriege ich keine Platzangst, um Gottes Willen nicht. Aber das ist ein unangenehmes Gefühl, was das mir auslöst. Ja. Was sind diese unangenehmen Gefühle? Was machen die anderen Menschen mit Ihnen? Ist es der Lärm? Ist es die Nähe? Das ist für mich Stress. Das ist für mich Stress, den ich dann zu der Zeit garantiert nicht mehr brauche, weil ich genug Stress hatte den ganzen Tag. Und wenn ich hier drin sitze, dann ist es für mich Entspannung. Wir haben in der Mitmachaktion nach den Kriterien gefragt, wonach die Menschen generell ihr Verkehrsmittel wählen. Die Top 5. Auch hier steht Pünktlichkeit an oberster Stelle. Es muss stressfrei sein, die Leute wollen sich damit wohlfühlen, nicht ewig planen müssen und das Verkehrsmittel soll das Leben leichter machen. Jetzt ein Lied vor, das habe ich live gehört letzten Montag. Ist Ihre Musik, ja? Finde ich geil. Werden Sie dann auch schneller? Nee. Ja. Yes! Ha 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 ha!
Ein weiterer wichtiger Faktor für ihn, Zeit. Der Bahncheck. Sie fahren 2 Stunden 12 Minuten. Achtung, zweimal umsteigen. Sie müssen 14 Minuten laufen morgens. Und 7.52 Uhr könnten Sie dann auf der Arbeit sein. Das heißt, ich brauche morgens, wenn ich es richtig überlegt habe, eine Stunde länger, als wenn ich im Auto fahren würde zu der Zeit. Würde ich mal so knapp schätzen. Abends ist es garantiert genauso. Das heißt, wenn ich mit dem Auto fahre, spare ich mir 2 Stunden pro Tag. Dabei läuft es ja auch beim Autofahren nicht immer. Baustellen, Unfälle, auf der A5 ist Stau, wie so oft. Trotzdem steht Frank Schäfer lieber hier, als mit der Bahn zu fahren. Was müsste die Bahn Ihnen bieten, um Sie von der Straße runter auf die Schiene zu holen? Also ich glaube nicht, dass die Bahn es schaffen würde, was auch immer sie tut, wenn sie noch so pünktlich wäre und noch so günstig. Auch das Deutschland-Ticket ist kein Anreiz für ihn. Und damit ist er nicht alleine. Wir haben aktuell über Infratest DIMAP gefragt, wie das Deutschland-Ticket angenommen wird. Für 42% der Befragten kommt es nicht in Frage. 40% können sich die Nutzung zumindest vorstellen. 16% der Befragten haben es. Seit Mai wurden mehr als 11 Millionen Deutschland-Tickets verkauft. Merkt man auf den Straßen einen Effekt? Das hat der Navigationsanbieter TomTom exklusiv für uns ausgewertet. Das Ergebnis? Auf den Straßen ist tatsächlich weniger los. In 19 von 26 untersuchten Städten ist der Autoverkehr zurückgegangen. Unsere Infratest-DiMAP-Umfrage zeigt, fast jeder Vierte mit Deutschland-Ticket lässt häufiger das Auto stehen. Klingt erstmal nach Erfolg. Wenn man jetzt das Deutschland-Ticket als Thema hat, es ist ja das Ziel, die Mobilitätswende damit auch maßgeblich zu erreichen. Sprich, man muss sehr viele Leute neu gewinnen für den ÖPNV. Sehen wir das in dieser Weise? Wir sehen, wer es wirklich viel nutzt. Und das sind die, die bisher bereits häufig den ÖPNV genutzt haben. Die haben sich auch deutlich häufiger das Deutschland-Ticket gekauft. Die es bisher selten gemacht haben, haben es auch nur selten gekauft. Also wie kann man das ein bisschen übersetzen? Dort, wo die Bedingungen bereits stimmen, ja, es leicht fällt, den ÖPNV zu nutzen, die haben auch deutlich mehr das Deutschland-Ticket gekauft. Nur 8% derjenigen, die das Deutschland-Ticket haben, sind laut Verband Deutscher Verkehrsunternehmen ÖPNV-Neueinsteiger. Es profitieren vor allem Stammkunden und Menschen in Ballungsräumen. Ist das jetzt die große Revolution, wie sie die Politik versprochen hat? Stippvisite beim Bundesverkehrsminister. Wollen wir mal kurz auf das Deutschland-Ticket kommen? Das war ja eins auch Ihrer großen Projekte natürlich, weil es ja auch die Zielsetzung hatte, Mobilitätswende auszurufen. Wenn die Zahlen sehr niedrig sind, würde man ja die Frage gestalten, ist das dann eine Mobilitätswende, wenn so wenig Neueinsteiger dazukommen? Wir haben mehrere Probleme im ÖPNV. Wir haben ein Problem, was das Angebot angeht. Wir haben ein Problem, was die Infrastruktur angeht. Und wir haben ein Problem, was die Tarife angeht. Und mit dem Deutschland-Ticket lösen wir ein Tarifproblem, nämlich die Komplexität. Und das Deutschland-Ticket schafft jetzt eben einen ganz einfachen Zugang zum ÖPNV. Natürlich haben wir mit der Tarifreform nicht die Angebots- und die Infrastrukturfragen geklärt, aber das muss eben jetzt auch angegangen werden. Von vielen Zuschauerinnen und Zuschauern hören wir, statt am Ticket hätte die Politik gleich am Angebot schrauben müssen, vor allem auf dem Land. Laut Allianz pro Schiene fühlt sich jeder dritte Deutsche nicht gut an den ÖPNV angebunden. Diese Karte zeigt, wo die Lücken im öffentlichen Nahverkehr besonders groß sind. In Teilen von Bayern, Thüringen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Die Menschen berichten auch uns von zu selten fahrenden Bussen, zu langen Fahr- und Wartezeiten, von zu langen Wegen zur nächsten Haltestelle. Nur wer muss, fährt Bus, schreibt uns ein Zuschauer. Ich will ihn besuchen und fahre von Leipzig ins etwa 75 Kilometer entfernte Roßwein. Unterwegs bin ich heute mit einem Privatanbieter. Also was ich jetzt schon höre, ist, dass die Strecke nicht elektrifiziert ist. Private Bahnen machen mittlerweile 40% auf dem Schienennetz aus. Für die Fahrgäste ist egal, von wem der Zug kommt. Hauptsache pünktlich. Die Landschaft? Ein Traum.
Die Bahnhöfe? Naja. Hier ist eine Treppe, wenn ich jetzt jemand bin, der eine Rolltreppe braucht, klar, oder irgendwie ein Hilfsmittel, Barrierefreiheit, wird die Geschichte schon ziemlich schwierig. Guter ÖPNV muss für jeden zugänglich sein. Die Deutsche Bahn erklärt, sie baue pro Jahr 100 Bahnhöfe um. Aber noch gilt jeder fünfte Bahnhof als nicht barrierefrei. Gefragt sind dabei auch die Kommunen. Wenn ich jetzt mein anderes Kind dabei gehabt hätte, tja, dann hätte ich das entweder hier stehen lassen müssen oder unten und ja, hätte hoffen müssen, dass nichts passiert. Die Haltestelle ist also direkt vom Pflegeheim, aber diese Haltestelle ist nicht barrierefrei. Das heißt, hier kommt jetzt zum Beispiel eine Frau mit dem Rollator auch nur rein, wenn ein Mann ihr hilft mit dem Eintragen. Ich muss umsteigen und habe dafür 3 Minuten. Ich persönlich muss sagen, 3 Minuten geht vielleicht in die Hose. Ich weiß das schon im Vorfeld. Stressen tut mich sowas alles immer gar nicht. Ich bin aber auch so ein Typ, bis ich gestresst bin, muss man irgendwie ganz wilde Sachen machen. Aber es ist natürlich eine spannende, geplante Umsteigzeit, weil man von vornherein weiß, das wird wahrscheinlich knapp. Ich wünschte, ich könnte so entspannt sein. Ich hatte ja einen Super-GAU erlebt. Oh. In Koblenz. Koblenz, was fällt dir dazu ein? Rhein und Mosel. Ist eine schöne Gegend, zieht Touristen an. Jetzt komm mal mit dem Zug in Koblenz an. Eigentlich will ich nur meine Familie in Rheinland-Pfalz besuchen. Mein Zug ab Koblenz fällt schon mal aus. Wegen einer Baustelle. Es bleibt nur Schienenersatzverkehr. Doch der kommt genau einmal die Stunde. Was suchen Sie? Wie kann ich Ihnen helfen? Den Schienenersatzverkehr nach Lüttich. Ja, den suche ich ja auch, aber der junge Mann konnte mir jetzt helfen. Ja. Hier sind wir falsch, sondern wir müssen rüber zu H. Soll ich Ihnen irgendwie helfen? Ja, ich bin schon. Okay. Die Ersatzbusse sind gar nicht gekommen. Seit wann warten Sie denn jetzt hier? Stunde. Eine Stunde schon. Eine Stunde. Also wenn ich da jetzt nicht in den Bus reinkomme, da werde ich sauer. Ja, gar nicht. Wenn Sie kommen, sonst können Sie nicht einsteigen. Sie müssen hoch. Hochkommen, bitte langsam einsteigen. Ist das jetzt auch wichtig? Das ist auch wichtig. Ja, dann bitte alle zurück. Entschuldigung, können Sie hinten für eine Dame mit Rollator aufmachen? Ja, aber die Bank ist kaputt. Aha. Die liegt auf dem Boden. Da kann ich mich nicht draufsetzen. Nee, 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 sonst auch gar nicht. Wie, warum werden wir jetzt rausgeschmissen oder was? Es darf keiner stehen, es ist kein Linienbus. Sie hat der Frau geholfen. Wir müssen tatsächlich raus. Alles Gute. Wahnsinn. Die Frau durfte sich nicht auf ihren Rollator setzen, so. Dann hat noch eine andere Frau geholfen, hat dieser Frau, die ja offensichtlich ja einen Sitzplatz gebraucht hat, dann hilft ihr noch eine andere Frau. Jetzt sind wir 2 Leute, die ihr helfen. Und dann stehen wir, die wir geholfen haben, der hilfsbedürftigen Frau. Und weil wir dann keinen Platz gefunden haben, weil wir geholfen haben, mussten wir quasi aus dem Bus rausgehen. Da hinten ist auch noch einer. Ist der Bus jetzt voll? Ja. Komme ich jetzt nicht rein? Wohin denn? Als Grund wird mir gesagt, die Busse müssen über die Autobahn fahren. Aber man kann doch im Bussen stehen. Ja, in Türkei kannst du immer stehen im Bus. Bist ja, du im Dolmusch? In Deutschland geht das auch. Bist ja, du im ja, musste ich raus. Mich hat das so aufgeregt. Hallo, guten Tag. Es geht nach Daun, ja? Nach Daun. Gut. Etwa 1 Stunde später komme ich doch noch weg. Mein Anschlussbus auffällig leer. Ich werde 3 Stunden brauchen. Mit dem Auto wären es 40 Minuten gewesen. But now I
Experten glauben, On-Demand-Angebote, also flexible Angebote nach Bedarf, könnten auf dem Land eine Lösung sein. In diesem leeren Bus ist das alles noch weit weg. Für mich ganz interessant, dass mir von einem Busunternehmen jemand sagte, wir haben das Problem, wir schaffen ein relativ großes Angebot, aber die Leute nutzen dieses Angebot quasi nicht. Das ist keine Seltenheit, dass wir im ländlichen Raum sehr, sehr viel warme Luft durch die Gegend gefahren sehen. Das ist nicht selten. Es scheint daran zu liegen, dass einfach nur ein Basisangebot für viele nicht ausreicht. Also es muss schon attraktiver sein. Ja, es muss an Flexibilität, an Fahrzeit, muss es halt auch doch irgendwie an die alternative Auto herankommen. Meinen Bus nach Roßwein in Sachsen habe ich trotz 3 Minuten Umsteigezeit noch bekommen. Die Busverbindungen sehen für einen 7300-Leute-Ort auf den ersten Blick ganz okay aus. Ein Zuschauer aus unserer Mitmachaktion weiß es besser. Mit ihm bin ich verabredet. Ah, hallo. Sie sind der Herr Stein, ne? Bin ich. Herzlich willkommen im Roßwein. Ja, danke schön. Das freut mich ja sehr. Super. Wer hier kein Auto hat, sei verloren, sagt Thorsten Stein. Haben Sie eigentlich das 49-Euro-Ticket? Nein, habe ich nicht. Weil? Hilft mir nicht. Nützt mir nichts. Ich fahre nach Dresden jeden Tag auf Arbeit. Ja. Und da gibt es keine vernünftige Verbindung mit dem ÖPNV. Ja. Sodass ich so lange unterwegs wäre, dass dann für die Familie keine Zeit mehr übrig bleibt. Ja. Als er nach Roßwein zog, gab es hier noch einen Zug. Der fuhr alle 2 Stunden. 2015 wurde er eingestellt. Wegen zu geringer Nachfrage, wie es hieß. Heute verkehren hier nur noch Güterzüge. Ein Abbau, wie er in den letzten 30 Jahren häufig vorkam. Oh, jetzt müssen wir einmal hier drauf gehen. Das ist alles noch ein bisschen, sieht historisch aus. Ja, ist es. Ist es auch. Ach, meine Güte. Uns hier auf dem Land hat man ja über viele Jahre das Nutzen des ÖPNV abgewöhnt, weil es kein Angebot mehr gab oder die Angebote so schlecht waren, dass man sie nicht annehmen konnte. Zusammen mit einer Bürgerinitiative kämpft er dafür, dass der Zug wieder fährt. 13.000 Unterschriften haben sie gesammelt. Verkehrswissenschaftler der TU Dresden, Lokalpolitiker und Eisenbahninfrastrukturexperten an einen Tisch geholt. Entstanden ist ein möglicher Fahrplan für einen stündlichen Regionalexpress. 1.000 Menschen könnten damit pro Tag transportiert werden. Die magische Grenze, um hier als wirtschaftlich zu gelten. Was sind das für Pläne? Das ist ein ganzer Fahrplan? Ist das der Blick in die Zukunft? Oder? Genau, dass die Umsteigezeiten passen, dass die Umläufe passen, also sprich, dass der Zug dann wieder zurückkommt. Dass wir den Schülerverkehr mit abdecken. Und dass wir eben auch abends quasi die Kultur in Dresden noch ermöglichen und trotzdem mit dem ÖPNV zurückfahren können. Das ist alles hier entstanden. Das ist ein belastbarer, wissenschaftlich belastbarer Fahrplan. Wir wollen ja nicht den alten Zug wieder. Der brauchte bis Dresden fast 1,5 Stunden mit einmal umsteigen. Das ist nicht attraktiv, vor allem für Berufspendlerinnen und Berufspendler, sondern wir wollen ein neues Konzept, in dem wir in 50 Minuten von Roßwein bis Dresden kommen. Ja, und, genau, und dann wird es auf einmal auch attraktiv. Mhm. Es geht ja am Ende um Regionalentwicklung. Es geht darum, dass eine Stadt wie Roßwein nicht mehr unter Wegzug leidet, sondern sozusagen in den Luxus von Zuzug kommt. Und wir haben wachsende Metropolen wie Dresden und wir haben schrumpfenden ländlichen Raum. Und wenn wir die miteinander verbinden, dann besteht eine Win-Win-Situation. Und da will ich ja hin. ÖPNV ist Sache der Länder. Die bestellen bei den Verkehrsunternehmen. Der sächsische Ministerpräsident will das Projekt. Es ist sogar Teil der Reaktivierungsstrategie des Landes Sachsen. Trotzdem stoppt es. Warum geht es aus Ihrer Sicht trotzdem nicht weiter? Weil man sich ums Geld streitet. Diese Verkehrsverbünde, sagen wir mal, sagen, wir haben nicht genug Geld. Bitte, liebe Politik, gebt uns doch das Geld, dann können wir natürlich auch hier Züge fahren lassen. Und die Politik sagt, ja, Moment, wir haben aber schon eine ganze Menge Geld ausgeschenkt, also es muss doch irgendwie reichen. Und diesen Ball spielt man sich ständig hin und her. Immer gehe es um Angebot und Nachfrage. Wir fragen beim zuständigen Verkehrsverbund Oberelbe in Dresden nach. Wir können da wieder Züge fahren lassen. Das kostet aber einfach 10 Millionen Euro im Jahr. Die 10 Millionen Euro haben wir nicht als Verkehrsverbund. Wir haben ein Jahresbudget von rund 120 Millionen Euro. Das wird komplett für den gesamten Eisenbahn- und Busverkehr, den wir derzeit haben, aufgebraucht. Das heißt, wenn da wieder Züge fahren sollen, muss irgendjemand die 10 Millionen Euro rausrücken. Und das Ganze nicht nur einmal, sondern dauerhaft.
Das zuständige sächsische Verkehrsministerium schreibt uns, es sei beabsichtigt, beim Bund Mittel zu beantragen. Zur zeitlichen Dimension der Reaktivierung könnten keine belastbaren Aussagen getroffen werden. Diesen Schwung wieder zurück umzudrehen, das dauert Jahre. Da muss man Kraft haben, da muss man Geld in die Hand nehmen und auch mal sowas finanzieren, wo man genau weiß, das funktioniert die ersten zwei Jahre bestimmt nicht gut. Seit 1995 wurden bundesweit etwa 12% Schiene abgebaut. Gleichzeitig fahren so viele Menschen Bahn wie noch nie. Wie passen diese Einsparungen mit den Zielen der Politik zusammen? Ich glaube, wir werden nicht drum rumkommen, auch einfach mehr in den öffentlichen Verkehr zu investieren. Und jetzt müssen wir uns einfach mal Vergleiche anschauen. Ich meine, alle loben den öffentlichen Verkehr in der Schweiz. Ja, die setzen halt das Vierfache des Geldes Richtig. Ein. Ja. Alle loben den öffentlichen Verkehr in Österreich. Ja, die machen auch das Dreifache des Geldes. Selbst Italien und Belgien gibt mehr Geld für die Schiene aus als Deutschland. Also da ist schon durchaus ein Potenzial da, da auch mehr zu machen. ÖPNV ist komplex. Etwa zur Hälfte finanziert er sich durch Ticketverkäufe. Der Rest kommt aus öffentlichen Geldern. Dabei sind die Länder in der Pflicht. Den Großteil subventioniert aber der Bund und gibt die Mittel den Ländern weiter. Darum Nachfrage bei Volker Wissing. Bei 55 Millionen auf dem Land, wenn nur eine kleine Prozentzahl Zugang hat, dann sind wir ja noch sehr weit weg von dem, was wir eigentlich wollen. Natürlich ist es schon auch erstaunlich, wie viele Bundesländer, nachdem wir das Deutschlandticket vorangetrieben haben, mir mitgeteilt haben, wie schlecht der ÖPNV bei ihnen vor Ort organisiert ist. Das finde ich erstaunlich, denn die Länder sind dafür zuständig. Die sind ja seit Jahrzehnten damit betraut, das besser zu machen. Die nächsten Schritte müssen jetzt von den Ländern kommen. Das Geld vom Bund steht bereit. Hohe Fördersummen, hohe Fördersätze nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Also der Bund macht seine Hausaufgaben im Bereich des ÖPNV. Das sehen die Landesverkehrsminister anders. Sie haben erst vor kurzem einen Brandbrief an Volker Wissing geschrieben. Weil der Bund keine Zusagen macht, ob und wie er das Deutschlandticket weiter finanzieren will. Im Moment teilen sich Bund und Länder die Kosten. Die weitere Finanzierung völlig unklar. Und auch der Bundesrechnungshof kritisiert den Bund. Den Förderdschungel beim ÖPNV und den Gesamtzustand der Deutschen Bahn. Ihr Eigentümer ist schließlich der Bund. Die Krise ist eben gravierend in ihren Auswirkungen und die Situation bessert sich nicht. Insofern kann man von einer Dauerkrise sprechen. Er rechnet vor. 1994 war die Deutsche Bahn noch komplett schuldenfrei. Bis 2016 häufte sie 20 Milliarden Euro Schulden an. Allein in den letzten 7 Jahren kamen weitere 10 Milliarden dazu. Also was passiert mit dem Geld? Das Geld wird verbaut, aber die Situation ist, es wird für den Verkehr selber spürbar nicht besser. Und das ist ja eigentlich ein Misserfolg. Wenn die Störung und der Zustand immer weiter anhält und jetzt auch in den letzten Jahren immer schlechter wurde und gleichzeitig der Staat immer mehr Geld gibt, ist das ja ein Zustand, bei dem man sich dann fragen muss, was stimmt da eigentlich nicht im System? Was stimmt nicht im System? Was haben Sie da herausgefunden? Hier kommt es darauf an, dass der Eigentümer, der Bund, die Bundesregierung klar sagt, was sie haben will, was Deutschland braucht. Und hier haben wir die Situation, dass die Regierung offensichtlich nicht durchdringt auf die Bahnbetriebe. Und wenn das keiner anpackt, dann sehe ich nicht, wie es in den nächsten Jahren besser werden soll. Ja, zunächst einmal, ich kann nicht rückwirkend regieren. Ich kann die Versäumnisse der letzten 20 Jahre bei der Schiene nicht ungeschehen machen. Aber wir tun alles mit hoher Geschwindigkeit, um die Situation so schnell wie möglich zu verbessern. Der Netzunterhalt und auch der Ausbau werden gemeinwohlorientiert angegangen in Zukunft. Das werden auch deutliche Verbesserungen sein. Und damit schaffen wir die Voraussetzungen, übrigens auch ganz im Sinne des Bundesrechnungshofs. Ich verstehe, dass die Bürgerinnen und Bürger unzufrieden sind mit der Situation, aber ich kann jedem und jeder versichern, dass alles getan wird, um so schnell wie möglich eine pünktliche, leistungsfähige Bahn zu haben, die dann auch noch mehr Fahrgäste aufnehmen kann. Hoffen wir es. Bei uns meldet sich eine Zuschauerin,
die schnell Lösungen für einen guten ÖPNV haben will. Sie hat bereits in mehreren Videos von ihrem Alltag als Pendlerin erzählt. So, ihr habt gesehen, es hat noch geklappt in Tübingen, aber auch nur, weil wir hier ran sind. Ich besuche sie in Rottenburg am Neckar. Guten Morgen. Pünktlich noch, ja? Ja. Ja. Ja, das war okay. Am liebsten würde Christina Riese ihr Auto abschaffen. Im Moment unmöglich. Ich wohne direkt an dem Bahnhof, das funktioniert aber nicht. Da fährt der Zug alle 2 Stunden nach Stuttgart durch. Das ist einfach viel zu wenig. Man kann zwar dazwischen fahren, aber wenn man dann in Tübingen umsteigt, bekommt man den Zug gar nicht, weil die Bahn nach Tübingen ist eingleisig. Und dadurch kommt es ganz häufig zu Verspätungen. Stattdessen fährt sie erst mal 15 Minuten mit dem Auto zum nächstgelegenen Bahnhof. Von dort aus kann sie ohne Umsteigen nach Stuttgart durchfahren. Ihr Weg 1,5 Stunden einfach. Mal klappt's gut, mal nicht. Würde ich einmal im Auto sitzen, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass ich dann das Auto abstelle und dann in den Zug einsteige. Warum machen Sie das? Mich würde das viel zu sehr nerven. Also ich finde es viel angenehmer, in einem Zug zu sitzen und Zeit für mich zu haben, als Auto zu fahren und mich im Stuttgarter Stadtverkehr rumzuschlagen, einen Parkplatz zu suchen. Mit Auto oder Fahrrad zur nächsten Bahn fahren, so stellen sich Politik und Verkehrsexperten die Zukunft der Mobilität vor. Christina Riese ist da skeptisch. Ältere Kinder oder ärmere Menschen könnten das nicht. Rechtzeitig. Ja, ist die Hälfte nur. Die Hälfte? Mhm. Für sie lenken solche Vorschläge vom Eigentlichen ab. Kann ich das schnappen, ja, was da ist, ne? Ich glaube, wir brauchen eine bessere Infrastruktur. Wir brauchen höhere Taktungen und bessere Gleise und bessere Zubringer auch bei den Bussen. Also, und nicht, und verlässliche, auch Verlässlichkeit. Also das sind, glaube ich, die Stellschrauben. Ganz ehrlich, wenn ich mich jedes Mal nicht drauf verlassen kann, mache ich es nicht. Anbindung und Takt sind Ländersache. Vom zuständigen Verkehrsministerium Baden-Württemberg heißt es, die Strecke soll ausgebaut und elektrifiziert werden. Dann gäbe es dort einen Halbstundentakt. Einen Zeitplan gibt das Ministerium nicht an. Doch für Christina Riese bringt es. Wir können ja nicht auf diese Klimakatastrophe weiter so zurutschen, indem wir Leute ins Auto zwingen, die eigentlich schon seit Jahren Zug fahren. Also ich fahre ja aus Überzeugung Zug, ich fahre seit Jahren Zug und ich möchte nicht Auto fahren. Ich möchte nicht weiter dazu beitragen, dass sich das Klima erwärmt. Ich möchte dieses CO2 auch einsparen. Und ich mache das einfach so wütend, dass immer dann gesagt wird, dann können Sie ja Auto fahren, dann können Sie jetzt zum nächsten Bahnhof fahren. Nein, ich möchte nicht zum nächsten Bahnhof fahren, ich möchte den Bahnhof benutzen, der vor meiner Tür ist. Kurz nach unseren Dreharbeiten wird ihre Strecke für Wochen vollgesperrt. Diese Menschen sagen, ja, sie leiden, ja, sie lassen Federn, aber sie fahren trotzdem gerne Bahn und zwar aus Überzeugung. Also wirklich, es beeindruckt mich massiv, wenn jemand sagt, ich mach's fürs Klima. Die Probleme sind eigentlich schon lange bekannt. Was will die Deutsche Bahn als größter Anbieter im Regionalverkehr tun, damit die Züge endlich pünktlicher und zuverlässiger werden? Denn das ist ja das, was klar aus der Mitmachaktion hervorgeht. Ich kann das gut verstehen, auch weil ich selber sehr, sehr viel Bahn fahre und das seit vielen Jahrzehnten schon. Und ich auch selber merke, dass die Pünktlichkeit nicht so ist, wie sie sein sollte, wie die Kundinnen und Kunden das auch verdient haben. Das ist unsere größte Baustelle, da sind wir auch dran. Wie kann man es besser machen und das ziemlich schnell? Wir starten ja mit der Generalsanierung der wichtigen Korridore im nächsten Jahr. Und wir starten mit dem ganz wichtigen Korridor zwischen Frankfurt und Mannheim. Die Strecke wird gesperrt, fast ein halbes Jahr, ist danach aber viele, viele Jahre ohne Baustellen, ohne Beeinträchtigung, hat sogar eine höhere Kapazität hinterher. Und wenn die fertig ist, dann wird das schon signifikante Verbesserungen bei der Pünktlichkeit bringen. Und so machen wir auch weiter. 1 bis 2 Strecken pro Jahr mit einer Komplettsperrung, aber dann auch mit einer kompletten Baufreiheit für viele Jahre. Weiteres Ziel, mehr Digitalisierung. In Stuttgart, der größten Baustelle Deutschlands, soll der erste digitale Knoten entstehen. Züge, Schienen und Weichen sollen quasi miteinander sprechen können. Die Hoffnung auch hier, mehr Pünktlichkeit.
Ich darf mir anschauen, wie sich die Bahn die Zukunft vorstellt. Die gute Nachricht, endlich steht der Rohbau des Tiefbahnhofs von Stuttgart 21. Die schlechte Nachricht, das mit der Digitalisierung dauert noch. Und bundesweit wird es noch viele Baustellen geben. Wenn wir besseren Bahnverkehr haben wollen, dann müssen wir unser Schienennetz in Ordnung bringen und müssen es kapazitiv ausbauen. Und die Kapazität kann man ausbauen, a, digital, das heißt also ohne zusätzliche Infrastruktur, aber das wird nicht immer reichen. Wir müssen auch aber Infrastrukturen erweitern. Bahnhöfe müssen größer werden, Strecken müssen mehr gebaut werden. Klingt gut, aber was kommt denn da noch auf uns zu? Dann müssen wir uns darauf einstellen, dass wir auch die ein oder andere Einschränkung in Kauf nehmen müssen, um genau dieses Ziel zu erreichen. Die eine oder andere Einschränkung. Die Pendlerinnen und Pendler rund um Stuttgart müssen seit Jahren stark sein. Im Sommer wurden wegen des digitalen Knotens wichtige Strecken über Wochen vollgesperrt. Ein Szenario für ganz Deutschland? Menschen wollen entspannt von A nach B kommen. Mein Eindruck, es muss dringend saniert und gebaut werden. Aber Fahrgäste brauchen wohl weiter starke Nerven. Unsere Mitmachaktion zeigt, die Verkehrswende wird eine Mammutaufgabe für Politik und Bahn. Ein vergünstigtes Ticket reicht da nicht. Was braucht's eigentlich für die Mobilitätswende? Bessere Taktung. Pünktlichkeit. Mehrgleisigkeit. Geld. Keine Anreize für Autofahrer. Mehr Komfort. Hast du schon Zuverlässigkeit gesagt? Mehr Sicherheit auf Bahnhöfen. Politischen Willen. Hätte ich jetzt genau auch gesagt. Können Sie mir noch mal die drei bedeutendsten Handlungsempfehlungen für das Gelingen einer Mobilitätswende nennen? Also wir können drei Akteure benennen, die handeln müssen. Das einmal sind die Verkehrsunternehmen. Und das erste, ich glaube, die Verkehrsunternehmen machen keinen schlechten Job, weil es ist im Wettbewerb und so weiter und so fort. Aber die müssen wirklich an Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit arbeiten und an diese Fragen, wie fühle ich mich wohl während der Fahrt. Das zweite ist, muss die Politik arbeiten, nämlich zwar, die bestellt das Ganze. Die bestimmt, in welchem Takt die Bahnen fahren, wie schnell sie fahren. Das ist alles, was die Politik bestellt. Und sie muss einfach die Angebote bestellen, die es braucht, damit es zuverlässiger ist, und dafür auch das Geld in die Hand nehmen. Und das Dritte muss die Politik arbeiten, wenn es um die Infrastruktur geht. Nämlich damit wir einen höheren Takt haben können, damit es zuverlässiger wird, brauchen wir auch mehr Infrastruktur. Da muss es einfach einen Ausbau geben. Er glaubt, die Mobilitätswende sei dennoch möglich. Für mich eine gute Nachricht. Tausende haben sich bei uns gemeldet, haben uns mitgenommen in ihren Alltag. Danke dafür. Ihnen allen liegt das Thema ÖPNV am Herzen. Aber die Liebe ist kompliziert. Die einen kämpfen mit dem Angebot, die anderen für eins. Hier endet unsere Reise. Nur eine Frage ist noch offen. Jetzt noch mal Butter bei die Fische. Würdest du vom Auto auf die Bahn umsteigen? Du vermutest ein Nein, ne? Ein klares Nein. Ja, natürlich. Das erwarte ich jetzt lautstark vorgetragen. Und jetzt kommt ein? Es kommt ein Jein. Es ist zwiegespalten. Als Arbeitnehmerin, die jeden Tag 200 Kilometer pendeln muss, das werde ich immer mit dem Auto machen, einfach weil ich pünktlich zur Arbeit erscheinen muss und auch entspannt. Innerhalb der Ortschaft, innerhalb der Stadt, in der ich lebe, bin ich jetzt schon umgestiegen auf ÖPNV. Ach, guck. Ja. Das ist doch schon mal was. Bisschen was, cool. Ja. Sie haben gesagt, wo es hakt. Jetzt sind Bahn und Politik dran. I've tasted hate, streets hanging trees. I've tasted hate, streets hanging trees.